Polizei, bitte kommen Sie schnell. Es ist ein Mord passiert gegenüber. Ja, Robert-Koch-Straße 8. Ein Mann hat eine Frau erschossen. Ja, ich bin das wieder. Nein, bitte kommen Sie schnell. Es ist wirklich passiert. Ich habe die Schüsse gehört. Bis zu mir. Das ist jetzt nur die Steigerung. Mord. Einmal Vandalismus im kleinen Park der Villa, zweimal Einbruch. Dreimal Einbruch. Und jetzt Mord. Die Kollegen vor Ort werden sich gleich melden. Und jedes Mal war es nichts. Was ist denn jetzt los? Wir haben Bereitschaft. Was soll denn das heißen? Ich möchte mir das mal ansehen. Ganz einfach. Wir haben genug Arbeit, Leo. Ich hab ja euch. Wo ist denn Leo? Frag ihn. Und? Leider wollte unbedingt jetzt und sofort eine nette alte Dame kennenlernen. Entschuldigung, die Haustüre war offen. Die Tür habe ich extra aufgemacht. Guten Abend, Chris ist mein Name. Ich bin von der Mordkommission. Endlich nimmt mich mal jemand ernst. Ich habe das in meinem Alter verdient, denke ich. Wo ist es denn passiert? Da in dem Raum, wo die Polizisten jetzt hingehen. Da ist aber nichts. Da war es aber. Ich habe es gesehen. Ein Mann mit Maske hat eine Frau erschossen. Frau Birka, nicht schon wieder. Herr Kress, was machen Sie denn hier? Mir ist ein Mord gemeldet worden. Und ich habe ihn gesehen. Egal, was Sie jetzt erzählen, Herr Wegener. Ich verstehe Ihre Anwesenheit nicht. Sehen Sie, was habe ich gesagt? Herr Wegener, ganz einfach. Ich habe Bereitschaft. Frau Birka. Herr Wegener. Von jetzt an stellen wir Ihnen unsere Einsätze in Rechnung. Herr Wegener. Wie kommen Sie da drüben eigentlich immer rein? Die Leute von gegenüber sind seit einem halben Jahr auf Weltreise. Sie haben einen Schlüssel auf dem Revier deponiert, falls irgendwas ist. Und es ist dauernd was. Frau Birka, was macht man jetzt? Trinken Sie einen Tee mit mir. Jetzt? Ich vertrage sogar um diese Uhrzeit noch Tee. Ich erkläre Ihnen alles. Was wollt ihr denn hier? Wollten mal sehen, was du so machst. Wir haben einen Einsatz, Leo. Dann wird das nichts mit uns und mit dem Tee. Tut mir leid. Aber Sie kommen wieder. Ich komme wieder, ganz bestimmt. Ilse, was ist denn jetzt schon wieder? Gerd kann dir eine Spritze geben. Ich brauche keine Spritze. Ich habe es gesehen. Herr Wegener hat uns wieder angerufen. Was interessiert dich denn so an der Geschichte? Du erzählst mir doch sonst alles. Ich erzähl dir längst nicht alles. Leo, Kollegen haben gesagt, wir brauchen nicht zu kommen. Es war ein Selbstmord. Ich möchte aber, dass ihr dahin fahrt. Ja, ich höre. Moment mal. Jetzt bleib doch mal hier. Lass mich doch. Wegener! Ja? Gerd ist absolut dagegen, dass du so spät noch Tee trinkst. Naja.
Die nehmen mich schon ernst, Lore. Der Mann von der Mordkommission ist drüben. Ach, Ilse. Bitte. Können wir dich denn jetzt allein lassen? Da ist jetzt der Mann von der Mordkommission drüben. Die Eisen. Da ist wirklich einer drüben. Ihr könnt mich schon allein lassen. Hast du es dir überlegt? Vielleicht ziehe ich zu euch, vielleicht mache ich das. Ja, ich habe dir einige Medikamente ausgetauscht. Ein neues Schlafmittel ist auch dabei. Dann komm mit. Schlaf gut. Bist du jetzt zufrieden? Nee. In dem einen Raum da drin ist geschossen worden. Ich kann's riechen. Hast du das Wegener gesagt? Nee. Ist auch besser so. Ach nee. Guten Abend, Kriminalpolizeikreis. Sie waren eben bei Frau Birka. Ja, ich bin der Hausarzt. Schelling ist mein Name, das ist meine Frau. Wir sehen Frau Birka fast täglich. Wir würden Sie gerne bei uns aufnehmen. Warum? Wir wollten nicht, dass sie in ein Heim kommt. Sie ist so etwas wie eine Mutter für uns geworden in den letzten 10 Jahren. Sie müssen wissen, meine Frau hat ihre Eltern sehr früh verloren und dann... Was würden Sie sagen, wenn da drüben tatsächlich geschossen worden ist? Frederik, bist du das? Herrgott! Warum sagt ihr immer alle ja? Das heißt, hier spricht Frederik Birka. Ach, Großmutter. Ja gut, ich werde mir das nächste Mal Mühe geben. Also, hier spricht dein Enkel Frederik Birka. Ich werde vielleicht doch zu den Schellings ziehen, für immer. Was wird denn dann aus der schönen alten Villa? Na, die werde ich verkaufen. Was soll ich hier allein? Ist alles viel zu groß für mich. Bist du noch da? Ja, ja. Ich wollte dir eigentlich ganz was anderes erzählen. Soll ich zu dir kommen? Nein, nein. Gegenüber ist ein Mord passiert. Ein Mann von der Mordkommission war hier. Eine Frau ist erschossen worden. Und die sagen wieder, sie finden nichts. Ich komme vielleicht doch besser, hä? Nein, nein. Ich habe übrigens den Schlüsseldienst bestellt. Die sollen mir endlich den Tresor aufmachen. Sprichst du nicht mehr mit mir? Was soll ich mit dir sprechen? Übertreib mal nicht. Es gibt kein Blut, es gibt keine tote Frau, es gibt gar nichts. Aber du sagst, da ist geschossen worden. Du hast dich einfach aufgehängt.
Glatter Selbstmord, ohne Fremdeinwirkung. Wir werden uns erst morgen darum kümmern. Die Kollegen versuchen gerade, seine Frau aufzutreiben. Und ihr? Das soll euch Leo sagen. Wir machen Schluss für heute. Wir haben noch Bereitschaft, Leo. Also gut. Ich hab's schon mal gesagt. In dem Raum, in dem Frau Birka den Mord gesehen haben will, ist geschossen worden. Aber es ist doch nichts in dem Raum. Überhaupt nichts, das auf Mord schließen lässt. Oh, Kinder, ihr kennt das doch. Wenn in einem Raum geschossen worden ist, vor allem wenn es mehrere Schüsse waren, kann man das eine Zeit lang riechen. Leo, wenn du willst, fahre ich jetzt dahin und nehme den ganzen Raum auseinander. Du verstehst ja selber nicht. Kress? Was machst denn du hier? Ich denke, wir haben heute frei. Kannst du doch Leo nicht antun, dass andere den Tod von Frau Birka untersuchen. Gehst du mal ran? Apparat Kress, Johnson? Ja. Ja, das machen wir. Die sind schon unterwegs, ja? Okay, danke. Selten Menschen. Waren Sie normalerweise den ganzen Tag über hier? Nein, nur 4 Stunden. Ich dachte immer, sie hat nicht mehr Geld, aber... Aber? Aber dann habe ich gemerkt, dass sie reich ist. Ich bin eigentlich Ingenieurin, aber zu Hause gibt es keine Arbeit. Können Sie uns helfen? Hat sie Verwandte? Ihr Enkel ist angestellt in einem Reisebüro. Sie hat sonst keine Verwandten mehr. Leo, es ist nur der eine Schuss. Da steht die Nummer. Das ist sein Arbeitsplatz. Danke. Warten Sie bitte draußen. Ja? Die stecken das aber ganz gut weg. Es gibt weder Waffe, noch Hülse, noch sonst was. Wenn es hier vorbei ist, gehen wir beide mal ins Haus gegenüber. Ne? Doch. Ihr Mann war General. Ach, der auf dem Foto da drüben. Er hat gegen mein Land gekämpft. Aber sie war eine gute Frau. Können Sie sich vorstellen, was letzte Nacht hier passiert ist? Nein. Friedrich Birke hat sich heute freigenommen im Reisebüro. Und bei ihm zu Hause? Geht keiner ran. Und draußen stehen empört Dr. Schelling und seine Frau.
Um Gottes Willen, halt mir die bloß vom Leibe. Mach ich. Bestell sie ins Präsidium. Okay. Entschuldigung, wo ist bitte das Schlafzimmer von Frau Birka? Im ersten Stock. Danke. Er ist ein Spieler, Friedrich Birka, der Enkel. Nicht Tennis. Squash. Squash, ja. Ich weiß, wo er immer spielt. Sag mal, ist der Leo schon weg? Weiß ich nicht. Naja, Bericht kriegt er morgen. Schau mal, was da drüben alles so steht. Ganz schöner Emma. Wie reich ist denn Frau Birka? Das weiß ich nicht. Wer erbt das alles? Ich nicht. Was weiß ich? Ich habe bei ihr gearbeitet, weil sie aussieht wie eine Tante von mir. Ich kenne sie nur vom Foto, die Tante. Es war Krieg damals. Warum höre ich nichts von euch, Gerd? Es gab nichts zu hören. Das Testament von Frau Birka liegt bei Rechtsanwalt Dr. Flücke. Hat sich Leo gemeldet? Hat er nicht, nein. Da sucht Friedrich Birka, den einzigen Hinterbliebenen. Sag mal, hat dieser Flücke irgendwelche Vorgaben gemacht für uns? Nein, wollte er nicht. Sie ist ziemlich reich. Was ist ziemlich, was ist reich? Na, so 8 Millionen ohne die Villa wird sie geschätzt. Aha. Was ist? Flücke hat aber gesagt, wenn er alles zur Testamentseröffnung vorladen wird. Wen? Also jetzt mach's nicht so spannend. Friedrich Birka, Dr. Gerd Schelling und seine Frau Lore. Ja, das ist doch schon was. Johnsoner Parakres. Wer? Ja, der schickt ihn doch hoch. Ich denke, Leo sucht Friedrich Birka. Ja, und? Er kommt nämlich gerade. Wo ist Leo jetzt? Der hat sich von Wegener den Schlüssel geben lassen, von gegenüber. Mach das noch. Leo hat eine sehr gute Nase. Mein Name ist Johnson, das ist mein Kollege hier, Heimann. Guten Tag. Guten Tag, ich habe erfahren, dass Sie mich suchen. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Von wem haben Sie das erfahren? Von Frau Kulakova. Wir haben schlechte Nachrichten für Sie. Sie hat es mir erzählt. Was ist passiert? Wir wissen nicht mehr und nicht weniger als Sie. Kann man so einen Menschen umbringen? Wer tut sowas? Wir möchten Ihnen unser Beileid aussprechen. Es ist furchtbar. Großmutter ist tot. Ja, ein Schuss. Revolver oder Pistole. Wann haben Sie Ihre Großmutter zum letzten Mal gesehen? Wir haben gestern Abend spät noch miteinander telefoniert. Tja, wir würden Sie bitten, noch hier zu bleiben. Herr Kress möchte Sie gerne sprechen. Thank you.
Was kann ich jetzt machen? Hier dürfen Sie sowieso nichts machen. Ihr Arbeitsvertrag ist mit dem Tode von Frau Birker zu Ende, wie ich das sehe. Hier wird alles versiegelt. Aber ich habe Vorschuss bekommen. Tja. Frau Kulakova, bewahrte Frau Birker hier irgendwo im Haus größere Geldsummen in bar auf? Ich meine ein Versteck, nicht den Tresor. Woher soll ich das wissen? Werde ja wohl noch fragen dürfen. Na, jetzt kannst du nichts mehr riechen. Kannst du mich bitte mal allein lassen? Außerdem war's da drüben. Wir haben alle ein bisschen wenig geschlafen. Ja, ja. Den Inhalt der Teetasse drüben lasse ich untersuchen. Was soll das? Frau Birker ist erschossen worden. Sie hätte noch nicht daraus getrunken. Aber warum willst du es dann untersuchen lassen? Hast du mal gesehen, was für eine Medikamentensammlung die Schellings sie auf den Nachttisch gestellt haben? Frau Birker war hochgradig medikamentenabhängig. Ich lasse das alles analysieren. Du meinst, ich soll mal drüber nachdenken, ne? Solltest du, ja. Gut. Morgen suchst du dann weiter nach dem Schlüssel für den Tresor, ne? Es wird nicht mehr lange dauern. Ich habe ihn nicht erreicht. Bei Riedmann ist er schon weg. Entschuldigung, es war ein bisschen viel Arbeit. Guten Abend, Chris. Birker. Ja, das tut mir leid mit Ihrer Großmutter. Ich habe Sie gestern Abend noch kennengelernt. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wissen Sie, Tote sind für mich im ersten Augenblick immer anonym. Ihre Großmutter war es nicht. Ihr Tod hat mich wirklich berührt. Ja. Gibt es zwischen Ihnen und Frau Kulakova irgendeine Beziehung? Wie kommen Sie darauf? Ach, weil sie so gut Bescheid weiß über ihre Gewohnheiten. Ich habe sie mal zum Squash mitgenommen. Sie wollte das sehen. Wissen Sie denn schon, wer es war? Das wissen wir noch nicht, nein. Wissen Sie, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Was das für ein Mensch sein muss, der Großmutter tötet. Ist denn irgendwas verschwunden aus der Villa? Nein, noch haben wir nichts feststellen können. Und der Tresor ist verschlossen. Und warum dann? Wollen Sie mich jetzt fragen, ob ich gestern Abend noch bei meiner Großmutter war? Ja, waren Sie denn noch mal da nach dem Telefonat? Nein, sie wollte nicht, dass ich noch mal vorbeikomme. Worüber haben Sie denn gesprochen am Telefon? Sie hat mir von diesem Mord erzählt, den sie angeblich gesehen haben will. Und davon, dass sie jetzt wohl ganz zu Dr. Schelling ziehen möchte. Was halten Sie denn von den Schellings? Ach, ich möchte darüber nicht reden. Naja, ich finde sie schrecklich. Morgen Nachmittag ist Testamentseröffnung. Ihre Großmutter war ja ziemlich reich, das wissen wir. Was meinen Sie denn, wer erbt? Na, ich. Es gibt sonst keinen. Ich kann Sie natürlich nicht hindern, das zu denken, was Sie jetzt denken. Aber warum sollte ich meine Großmutter töten und mein Erbe gefährden? Wer sagt denn, dass wir das rausgekriegt hätten? Ich möchte jetzt gehen. Bitte? Wir sprechen dann weiter nach der Testamentseröffnung. Das war völlig unnötig. Und sehr unerfreulich. Herr Birker, der gewaltsame Tod eines Menschen lässt uns manchmal keine andere Wahl. Wir bringen Sie runter, nicht? Das ist vielleicht eben ein bisschen hart gelaufen, was? Meinst du? Wenn wir den Schlüssel für den Tresor bei Frau Birker nicht finden, lasse ich ihn aufbrechen. Auch übrigens, die Schellings habe ich für morgen früh in die Villa bestellt, also nicht hierher. Gut, Gerd, sehr gut.
Hast du was gefunden? Was gefunden, Henry? In dem Raum da. Was für ein Raum? Leo? Ich habe im Haus gegenüber eine Patronenhülse gefunden. Ich kann sie noch nicht einordnen, ich werde sie untersuchen lassen. Habe ich doch gesagt, brauchen wir nicht aufzubrechen. Das macht das Einbruchdezernat. Sag mal, müsst ihr mir unbedingt zugucken? Habt ihr die Spurensicherung schon rübergeschickt? Wenn sie hier fertig sind. Was erwartet er sich eigentlich von da drüben? Drüben gibt es eine Spur. Er weiß es. Was machen Sie denn hier? Ich habe mir noch einen Tag freigenommen. Ich habe Tee gemacht. Möchten Sie auch eine Tasse? Danke, Moment nicht. Gibt es hier im Haus eine Waffe? Ich habe nie eine gesehen. Es gibt eine. Von meinem Vater. Und wo ist die? Ich glaube, Großmutter hat sie im Tresor aufbewahrt. Für alle Fälle. Was ist denn sonst noch im Tresor? Das weiß ich nicht. Danke. Und deswegen holt ihr mich hierher? Mach keine Witze. Na, dann lass mal da drin die Spuren sichern. Tja, das war's dann wohl. Danke. Danke dir. Geholfen hat's ja nichts, wie ich sehe. Weiß man noch nicht. Lea, die Schellings sind da. Guten Tag. Haben Sie einen Schlüssel für dieses Haus? Ja, doch. Das ist eine Katastrophe, was da passiert ist. Wissen Sie das? Ja. Wir würden Ilse gerne beerdigen. Da müssen Sie sich mit dem Enkel auseinandersetzen. Sie wissen, was sie uns bedeutet hat. Das ändert nichts. Haben Sie zufällig eine Ahnung, wo der Schlüssel zum Tresor ist? Was für ein Tresor? Der Tresor. Wieso sollen wir das wissen? Und was drin ist, wissen Sie natürlich auch nicht. Nein. Ach, red doch nicht. Ihr Schmuck ist drin. Ach ja, der Schmuck. Und sonst? Wissen Sie, was sonst noch im Tresor ist? Nein. Wir haben da noch was. Wir gehen davon aus, dass Frau Birka medikamentenabhängig war. Jetzt sag doch mal was. Das ist eine Unterstellung. Wir lassen es gerade untersuchen. Wenn ja, warum ist das so? Mein Mann hat Ilse nach Regeln und Ethik der Medizin behandelt. Und mit Liebe. Welche Krankheiten hatte Frau Birka? Sie wissen, dass wir Ihnen nicht darauf antworten werden. Nicht antworten dürfen, Herr Kress. Können wir uns nicht setzen? Wir sind gleich fertig. Haben Sie das Gefühl, Sie könnten erben von Frau Birka? Wie kommen Sie denn darauf? Ja, sind Sie nicht vorgeladen zur Testamentseröffnung heute Nachmittag? Doch. Also, was reden Sie denn da? Wir sehen uns nach der Testamentseröffnung. Auf Wiedersehen. Kommen Sie, ich bringe Sie raus. Danke. Wir finden den Weg allein. Suchst du was Bestimmtes? Nee, noch nicht. Kommst du mal bitte?
Das ist die Patronenhülse von drüben. Und weißt du, was das ist? Schreckschussmunition. Eine Platzpatrone. Frau Kulakova möchte dich sprechen. Sie ist in der Küche. Eine Platzpatrone. Wisst ihr, was das heißt? Die ganze Schau da drüben war eine Inszenierung für Frau Birka. Warum wohl? Was meint ihr? Um sie für geistig verwirrt erklären zu lassen. Ja? Und wenn wir jetzt noch die Medikamente mit einbeziehen, auf wessen Linie liegt das dann? Hier. Sie wollten mich sprechen? Möchten Sie jetzt eine Tasse Tee mit mir trinken? Ja, gerne. Bitte. Danke. Danke. Bitte. Wo ist Herr Birka? Schon weg. Der Tee ist mit Varenya. Weichselkirsche. Sie wollten mir etwas sagen. Ich kann nicht liegen. Ja? Natürlich sind wir ein Liebespaar. Frederik und Olga. Schon lange? Frau Birka hat nichts gemerkt. Und wir wollen immer zusammenbleiben. Bis dass der Tod euch scheidet. Das ist kein schöner Satz. Nein, das ist kein schöner Satz. Wo ist Henry? Mir ist was eingefallen, Henry. Und was ist ihm eingefallen? Ja, das hat er nicht aufgeschrieben. Hör mal, das hat Henry mir hingelegt. Vor 4 Jahren hat auf ihrem Grundstück jemand Frau Birka von hinten angefallen und gewürgt. Nachts. Eine Zeit lang war Frederik Birka in Verdacht. Aber? Ergeben hat sich nichts? Frau Birka wollte auch gar nichts davon wissen. Kress. Ihr... Ach, Herr Dr. Flügge, ja. Aha. Nee, danke, das war's schon. Wiederhören. Frau Ilse Birka hat als Alleinerben ihres gesamten Vermögens Gerd und Lore Schelling eingesetzt. Sag mal was. Ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Ihr Tod. Naja, die Art ihres Todes. Vorsicht. Du bist gerade dabei, in ein Klischee reinzurennen. Hast du Gift erwartet? Ihre Medikamentensucht zielt genau dahin. Naja, vielleicht ging es Ihnen plötzlich zu langsam. Übrigens, Frederik Birka steht ein Pflichtteil zu. Das sollten wir nicht vergessen. Bitte nur noch gute Nachrichten. Es gibt keine schlechten Nachrichten, nur Nachrichten. Es erben die beiden Schellings. Ja, das hat man uns eben durchgegeben. Woher weißt du es denn? Hier die Unterlagen. Na, weil sie viel Geld brauchen. Für 4 Jahre hat man Schelling die Approbation entzogen wegen Abrechnungsbetrügereien. Seit 2 Jahren hat er sie wieder. Aber inzwischen will er nur noch an das große Geld. Waren Termingeschäfte, Bauprojekte in der Karibik, ein Flop nach dem anderen. Die haben ihn alle über den Tisch gezogen, den Guten. Und wenn er in den nächsten 10 Tagen nicht 3 Millionen Mark auftreibt, fliegt seine gesamte Existenz in die Luft und er sitzt hinter Gittern, der gute Dr. Schelling. Das lag beim Betrugsdezernat. Leo, was ist? Wo ist Werner Riedmann? Ja, Chris. Wer? Ja, gut. Es kommen Dr. Schelling und seine Frau. Das ist aber sehr unpassend. Die müssen sich jetzt um uns kümmern. Riedmann, er hat bei den Sachen von Frau Birka Fotos von ihrem Schmuck gefunden. Und als ich ihm erzählt habe, was ich gefunden habe über Dr. Schelling, hat er die Fotos genommen und ist losgezogen, um den Schmuck zu suchen. Bei Händlern, Juwelieren und so. Nee. Nee, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu dick. Und alles in einer Richtung. Du lernst nie aus bei ihm. Gerd, du kannst dich mal um Frederik Birka kümmern und um Olga Kulakova. Das ist nämlich noch nicht vorbei. Glaub das bloß nicht. Ja? Tut mir leid, Herr Gress, die wollten nicht mehr. Mach nichts, danke. Guck mal an.
Die Schellings. Werner, wer kriegt ihn? Bring ihn zu Wegener ins Büro. Frau Birka? Frau Birka? Es ist keiner da. Guten Tag. Was geht? Mein Name ist Riedmann von der Polizei. Was wollen Sie da? Schlüsseldienst, ich soll einen Tresor öffnen. Sollten wir die beiden Schellings nicht festnehmen lassen? Die laufen mir nicht weg. Die sind wie festgenagelt in ihrer Tragödie. Wahrscheinlich wird's für die Festnahme auch gar nicht reichen. Das auch. Erst müssen wir den Schmuck finden. Ich wollte nur zwischendurch was loswerden. Die Sache ist vielleicht doch anders. Komm, du sprich nicht in Rätseln. Vielleicht geht es gar nicht um das Erbe. Riedmann. Jemand wollte durch den Mord an ihr verbergen, dass er ihr den Schmuck aus dem Tresor entwendet hat. Woher willst du denn das wissen? Sie hatte einen Mann vom Schlüsseldienst bestellt, ihr den Tresor zu öffnen. Also war der Schlüssel verschwunden. Wenn mir mich keiner lobt, kann ich auch wieder gehen. Den Schmuck suchen. Rein. Nein. Ich muss aber rein. Ist er nicht da, der Herr Birka? Nein. Und hier ist eine Dampfwalze durchgerauscht, oder? Nein. Ich suche meine Papiere. Er hat sie versteckt. Er versteckt sie vor mir, weil er Angst hat, dass ich ihm abhaue. Ja, wollen Sie denn abhauen? Wissen Sie, wo er ist? Nein. Also, falls Sie ihn suchen, in der Arbeit ist er nicht. Die wollen ihn nicht mehr. Ich suche ihn nicht. Hier ist doch der Pass. Ach ja? Oder haben Sie was anderes gesucht? Habe ich nicht. Sagen Sie dem Herrn Birka doch mal, er soll sich bei uns melden. Bald. Verrückt oder was soll das? Ich habe meinen Pass gesucht. Du willst weg oder wie soll ich das verstehen? Ja. Wir haben uns etwas geschworen. Ich habe Angst vor dir. Ich will weg. Du bleibst. Wenn du mich schlägst, dann zeige ich dich an. Wegen Mordes an deiner Großmutter. Ja, das ist er. Unser Chef, Herr Bärenboom, hat mir den Schmuck gezeigt. Die Person, die Ihnen den Schmuck gebracht hat, war das ein Mann oder eine Frau? Ich war nicht im Laden, ich war in der Werkstatt. Er wollte den Schmuck nicht. Und wo ist er jetzt, Ihr Chef? In der Maschine nach New York. Danke. Ach ja, wenn er sich meldet, Ihr Chef, könnten Sie ihn ja mal fragen. Wo finde ich Sie denn? Bitte. Ist das das Betrugsdezernat? Nein, die Mordkommission. Wiedersehen. Was soll
treibst du denn so rum? Du siehst ja aus, als wärst du auf der Flucht. Ja, ich bin auf der Flucht. Meinst du die Durchschauungssicht? Hältst du die für so blöd, oder was? Aber da kommt man doch nicht auf Mord. Und das andere? Was denn anderes? Na, deine idiotischen Geldgeschichten. Wir müssen weg von hier. Wir stehen das nicht durch, Gerd. Ich kann nicht mehr. Weißt du, was das heißt, wenn wir jetzt fliehen? Wir machen uns erst recht verdächtig. Die finden uns. Wo auch immer. Ich denke, du bringst Frederik Birkenfeld mit. Er war nicht da. Ich glaube, wir sollten anfangen, ihn zu suchen. Sie war da, Olga Kulakova. Wo ist Leo? Weiß ich nicht. Apparat Crest Johnson, ja? Ja, bitte. Jetzt wird's eng für die beiden Schellings. Die schicken uns ihren Rechtsanwalt, Dr. Krüger. Du bist nicht gut drauf, Leo, ne? Nee, war bei den Schellings. Machen einfach nicht auf. Glauben wohl, so geht's auch. Dafür kriegst du jetzt gleich Besuch. Die schicken uns ihren Rechtsanwalt. Gleich ihren Strafverteidiger, Dr. Krüger. Den kennst du ja. Ja? Herr Kreisch, was machen Sie mit meinen Mandanten? Was machen Sie mit den Schellings? Was ich immer mache, Herr Dr. Krüger, ich sammle Beweise. Beweise? Was ist los? Ich würde Sie bitten, mich nicht für dämlich zu verkaufen. Es gibt einen Obduktionsbericht, mit dem wir beweisen können, dass Dr. Schelling die ermordete Frau Birka medikamentenabhängig gemacht hat. Warum sollte er das? Wir können außerdem beweisen, dass die Schellings in der Villa gegenüber Horrorinszenierungen für Frau Birka veranstaltet haben, damit sie sich schneller entschließt, zu den Schellings zu ziehen. Was soll das? Wir haben dort Fingerspuren von Dr. Schelling gefunden. Aber Sie haben doch gar keinen Vergleich. Doch. Bezeichnenderweise hatte das Betrugsdezernat noch Fingerabdrücke von Dr. Schelling. Also hören Sie mal, um was geht es hier eigentlich? Um viel Geld und um den Mord an Frau Birka. Sie machen mich sprachlos. Das kann ich mir bei Ihnen nicht vorstellen. Das, was ich Ihnen aufgezählt habe, sollte doch zu irgendetwas führen. Zu was denn wohl, Herr Dr. Krüger? Ja, aber doch nicht, um Frau Birka eines Tages mit der Pistole zu erschießen. Das doch wohl nicht. Aus dem Tresor ist Schmuck verschwunden. Für etwa 2 Millionen Mark. Ich werde mich beim Staatsanwalt über Sie beschweren. Machen Sie das. Na denn, ran an die Arbeit. Kalte Blöre. Ja, hier sind wir. Das ist uns fast zu schnell. Eigentlich wollten wir dir helfen. Wo ist das? Ja, bis gleich. Ende. Nach Schwabing. Was ist da? Da ist der Schmuck.
Ja? Guten Tag. Guten Tag. Tee mit Varenya kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Bitte nehmen Sie Platz. Ich will von Ihnen wissen, ob ich dieses Land verlassen kann. Kann ich? Na nun, ist die Liebe schon vorbei? Diesen Schlüssel habe ich gefunden im Appartement von Frederik. Der ist vom Tresor, glaube ich. Ja, jetzt können Sie das Land gar nicht mehr verlassen, weil ich brauche Sie als Zeugin. Wo ist Herr Birker jetzt? Das weiß ich nicht. Ich habe ihm gesagt, dass jemand von Ihnen da war, dann ist er wieder weg. Und wo ist der Schmuck? Woher soll ich das wissen? Ich weiß es nicht. Danke. Ich habe Ihnen gesagt, ich kann nicht liegen. Kommen Sie bitte morgen früh noch mal. Wir machen ein Protokoll über alle Ihre Beobachtungen. Ja, jetzt müssen Sie bleiben bis zum bitteren Ende. Und das wird dann. Wiedersehen. Bringen Sie die Dame bitte runter. Kassette. Warten Sie noch einen Augenblick, meine Kollegen sind gleich da. Ich habe gesagt, ich quittiere Ihnen den Schmuck. Ich werde ihn taxieren. Es sind ja wunderschöne Stücke dabei. Aber habe ich gesagt, wenn ich kaufe, kaufe ich nur mit einwandfreien Herkunftszertifikaten. Bitte, meine Herren. Hallo. Guten Tag. Das ist Herr Heinzson. Guten Tag. Das war vor 2 Wochen. Das stoppt auf dem Punkt genau. Es war 11 Uhr. Ich habe es notiert. Vorgestellt hat sie sich nicht. Ich brauchte aber ihren Namen. Dann hat sie gesagt, Schumann. Wollen Sie sich nicht setzen? Danke. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir sind ein bisschen unruhig. Ja, was ist denn das? Das verstehe ich nicht. Wir auch nicht. Das habe ich erst 2-mal gehabt. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ist nicht schlimm. Sie hat sich angemeldet. Sie will ja wissen, ob ich kaufe oder nicht. Sie kommt in 10 Minuten. Ja, Chris hier. Wir haben den Schmuck. Nochmal. Wir haben den Schmuck. Nur red schon. Weiter. In 10 Minuten will jemand kommen und über den Verkauf verhandeln. Eine Frau. Und dann? Genau, Leo. Und dann? Ja, was ist, soll ich kommen? Nein, Leo, wir schaffen das schon allein. Gerd. Gerd!
Tag, Frau Schumann. Kommen Sie bitte mit. Frau Schumann. Guten Tag. Wie Sie sehen, habe ich bereits auf Sie gewartet. Ich habe es mir überlegt. Ich verkaufe den Schmuck nicht. Frau Kulakova, nehmen Sie bitte die Hände hoch. Na, machen Sie schon. Beugen Sie sich mal vor mit. Kommen Sie hoch. Da haben wir sie, ja. Sie sind vorläufig festgenommen wegen des Verdachts des Mordes an Frau Ilse Birka. Ich kann euch das nicht ersparen. Euch ist gut, dir auch nicht. Ihr richtiger Name ist Olga Bedakesa. Verheiratet war sie mit dem Russen Wladimir Kulakov. Betrug, Erpressung, schwerer Raub. Gesessen hat sie insgesamt 8 Jahre. Und jetzt vorsätzlicher Mord. Sehr gut, Leo. Wir haben sie ja. Die Daten in dem russischen Pass sind alle gefälscht. Ja? Ich habe gehört, ich soll mich melden. Danke. Nicht mehr nötig, Herr Birka. Ach, ich suche Olga. Sie wissen nicht zufällig, wo ich sie finde. Doch, wir haben sie festgenommen. Wegen des Mordes an ihrer Großmutter.